3, 2, 1, let's go! Hey Ali, hast du einen Führerschein? Aber natürlich! Boah, sollen wir echt noch Auto fahren? Bessere Idee. Wir fahren ein Rennen! YOLO! Hello, hello, hello! Tja, nun wohl nicht mehr. Was ist das? Das ist eine Blume! Jengis! Wer ist das? Willkommen zu Hi Blali! Das habt ihr wieder voll gemacht. Ja, dann Geeks. Ah! Hey Ali! Halt vor, Mann, die Welt geht unter! Aber ich kann doch nicht dafür! Stimmt eigentlich. Komm, ich helf dir hoch. Na, wie geht's dir eigentlich? Ja, ganz gut. Mann, die Welt geht unter! Bevor wir anfangen, möchte ich mich für euer positives Feedback über Blali bedanken. Den meisten scheint zu gefallen. Wer bist du und was willst was du? Was ein Opfer! Lächerliches Video! Hast du dein Gehirnschaden? Bist du zurückgeblieben oder sowas? Geiles Video, XD! Hater! Meine Freundin? Na klar hab ich eine Freundin. Das bin ich zusammen mit meiner Freundin. Fake! Frau außerhalb der Küche! Ich habe das gleiche aus wie Dürrebund Ali. Das, meine Freunde, kann man nur auf eine Art und Weise lösen. Und zwar mit einem Rap-Battle. Das, meine Bude, dicke Loch, du bist gef***t. Du hast keine Chance, ich gewinne den Konflikt. Du bist blöd und, doof. Bestimmt schaffst du Marienhof. Yo. Unentschieden. Ganz klar. Alter, was hat deine Frau dir angetan? Mann, sie schlägt mich. Oh. That's reality, bitches. Das Spiel fängt mit einem Remix von It Takes Two an und ich weiß nicht warum, aber ich muss von dem Song immer voll abgehen, wenn ich das höre. Nach dem Song kommt ein Bild mit dem Leoparden, der so aussieht, als würde er sagen wollen: Bitte töte mich! Wie bist du auf den Namen Iblali? Alter, was geht mit dir? Hast du einen Aussetzer, oder? Alter, was geht mit dir? Guck dich doch mal an, du ekelhafter, dreckiger, stinkender Penner! Ich mach dich kalt, du kranker Gamer, Psychopathen, Amok-Spinner! Im Laufe des gesamten Lebens habe ich mir nur einmal etwas gebrochen. Und zwar meinen linken Arm. Aber das Geilste ist ja, wie es passiert ist. Ich stand auf so einem City-Roller und kippte einfach nur nach links. Einfach so. Ja, das verdient definitiv ein Genius! Meine Eltern sagen, ich soll dich nicht mehr gucken, weil du zu sinnlos bist. Liebe Eltern, mein Format im sogenannten Internet-Neuland ist durchaus bildungsreich und vorbildlich. Es wäre nahezu absurd, zu behaupten, meine Videos wären sinnlos. Was? Ihr habt geträumt. Was ist los? Gerade eben wolltet ihr eure Macht austesten. Ach ja. Ihr da. Macht rum. Was war gerade? Ihr habt geträumt. Wo wohnst du? Ich, meine lieben Stalker, wohne hier. Jetzt hast du dich verraten, du Noob. Unterschätzt nie einen richtigen Stalker. Du wohnst also hier. Wie hier gibt's nicht? Ich will endlich mal weinen. Hey, das ist ganz leicht. Einfach ein paar YouTube-Kommentare durchlesen. Warum sind deine Videos nur 5 Minuten lang? Das sind doch 500 Sekunden. Dürrebuden Ali, sag mir was. Sagst du lieber Wodka oder Bier und machst dir Spaß? Danke für die Frage, aber nein, mein Zeug ist noch viel krasser als der ganze Pussy-Scheiß. Sowas von meins. Meins. Kann mal Dürrebuden Ali ein Draw My Life machen? Und er fragt mich so, ey Digga, hast du meine Kippe? Und ich sag so, was Kippe? BAM! Voll aufs Maul! Und ich hol noch so die AK raus und... Stirb, du Opfer! Stirb! Ali, mach kurz mal ein Video, wo du lagst. Seh ich gleich aus wie eine Videospielfigur? Was zur Hölle?
Es würde mich freuen, wenn ihr eventuell kurz aufpassen. Das war nicht nett, Kevin. Das gibt die 149. Verwarnung. Ja? Multimillionär, Multimillionär, Millionär! Multimillionär, Multimutti, Legendär! Multimillionär, Multimillionär, Millionär! Kochen ist nicht schwer, ich bin Dönerbuden-Millionär! Und wer ist das, wenn ich fragen darf? Steuerberater Zombie? Ja, aber muss ich bei meinem Einkommen neben den Einkommensteuer auch Umsatzsteuer zahlen? Zweimal zwei ist 44. Dann Wut Ali, überherzig. Ich spiele gegen deine Mutter, schaffen wir sie härter als der König Damen, Mr. Kaltherzig. Nun sollte man jeden unschuldigen Cooper gnadenlos vernichten oder zerfleischen, um die komischen Artefakte einzusammeln. Und das geht so. Hey Cooper, alles klar bei dir? Jo, alles cool. Nur das Wetter könnte vielleicht besser sein. Okay, alles klar. Jetzt muss ich dich aber leider töten. Was? Coopers, die wirklich einen Artefakt bei sich tragen, bekommen von dem Spielemacher eine spezielle Sterbeanimation, die ganz schön brutal aussehen kann. Heilige Scheiße. Okay, hier wäre noch einer. Ja, das gibt eine Menge Klicks, oder? Deine Eltern sind auch noch hier! Ernsthaft? Ja! Noch mehr Klicks! Mein Name ist Marcel, ich bin 17 Jahre alt und laufe sinnlos im Kreis rum. Meine Schwester ist vor genau 2 Wochen gestorben. Einige Zeit später kam sie wieder und lebte. Und dann ist sie gestorben. Aber in Wirklichkeit war sie tot. Sie ist tot. Ach ja, außerdem habe ich Krebs. Wacky, crazy, Dönerbuden, Baby. Ich geb sexy Schnuller-Ladies. Spiele meine Teddy gegen Yoshi Kindergarten-Kid. Kommst du mir, du wirst sehen. Mies. Kannst du Legstep, Zahnlück-Musik und Dönerbuden-Ali-Rap mit Zelda kombinieren? Doppelpunkt D. Dönerbuden-Ali-Gamer-Flow. Flow die Ocarina hart, so wie meine Home. Jetzt sei bereit, es ist soweit. Ein Mann-Einheit, der Held der Zeit. Teams. Ihr seid hässlich, ihr stinkt und sollt sterben gehen. Felix, er ist nett und tolerant. Zum Glück wäre da die Autokorrektur bei WhatsApp. Na, wobei das auch nicht mehr das macht, was es soll. Hey Digga, ich schwöre, lass morgen Mathe lieber abschreiben. Lass morgen Mathe lieber abstechen? Okay! Ali, was passiert, wenn du Hallo sagst? Hallo! Macht Sinn. What does your girlfriend say? Mach den Scheiß hier endlich weg! Mach den Scheiß hier endlich weg! What does the Victor say? Räum den Scheiß doch selber auf! Räum den Scheiß doch selber auf! Ich wette um 20 Euro, dass dieser Kommentar nicht ins Video kommt. Ist Felix auch Geld geil? Versuchen wir das rauszufinden. Na, scheint mir relativ bodenständig. Ich esse eine Zitrone. Scheiße, ist die sauer. Ich bin nicht sauer! Wie sieht's aus, wenn man Felix mit Dönerbuden Ali vermischt? Heute mal wieder mit Sombrero, dann nach meinem keinen Sinn erhaltenen Kalender ist wieder Mexican Dad! Hey Ali, weswegen gucken manche Heater noch deine Videos, wenn sie dich so hassen? Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum mich einige Heater nicht mögen. Meine Heizkosten zahle ich doch auch immer pünktlich. Ob mich meine eigene Heizung auch hasst? Ich will einfach nicht mit Hitze vernichten! So, ist es hier vielleicht wärmer geworden oder bilde ich mir das nur ein? Ja, genau, ein Jahr! Stirb, Heimlader! Ich mach mal die Heizung aus. Nein, nein, nein! Wie verbringst du deine Freizeit? Gleich minus Dollar. Hey Ali, kannst du ein Instrument spielen? Das wäre dann wohl Mayonnaise. Mayonnaise ist kein Instrument. Was? Kannst du das eher mal rollen? Hört sich bestimmt knuffig an. Okay! Warst du mal echt depressiv? Ich? Meine Fresse, ich bitte dich. Jemand wie ich kann doch nicht traurig sein. Ja. Kann mir jemand die Hauptstadt von Ägypten nennen? Kairo, Kairo, Kairo. Du sollst dich verdammt doch mal melden. Aber das war doch richtig. Ja, aber du sollst dich melden. War das etwa falsch? Das kann ich auch! Moxie, ist denn echt? Ich war erst vor einer Woche dort und ich muss gestehen, es war wirklich schön. Zum Beispiel war ich dort in Wien bei der Coca-Bar und hab die Crowd gerickrollt. Never gonna give you up! Oh mein Gott, nein! Ich wurde im Real-Life gerickrollt! Never gonna give you up! Gut, aber das war schon das Peinlichste, was ich gesungen hab. Siehst du die Fernbedienung da? Steh auf und besorg sie dir. Jetzt! Okay, legen wir los.
Ein Versuch was wert. Was soll aber das denn? Wir sind hier nicht bei Star Wars, Junge. Ach nein? Okay, andere Methode. Stell dir vor, die Apokalypse steht bevor und nur du kannst die Welt retten, indem du aufstehst, zur Fernbedienung gehst und auf den Knopf drückst, um die Welt zu retten. Okay, ich mach's. Soll ich dich vielleicht umbringen? Komm ich ein Autogramm von dir? Klar, hier, nimm. Nimm, verdammte Scheiße! Deabonnieren. Kann Felix auch mal ein Draw My Life machen? Miau, 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 miau. Oh mein Gott, wie rührend! Abonnieren! Wie lange kannst du in die Kamera starren, ohne zu blinzeln? Hab ich etwa schon geblinzelt? Ja. Hab ich nicht! Du willst mich doch verarschen, ich meine, was ist denn das? Das ist ein echter Burger. Willst du mich verarschen? Das Ding ist doch gekauft. Was? Nein? Was zappelst du im Hintergrund immer so rum, Doppelpunkt D? Wow, 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 zappeln? Das war ein verdammter Tanz. Weißt du vielleicht, wie lange es gedauert hat, diese Geografie einzustudieren? Komm, Schatz. 2 Minuten. Lass es, Schatz. 2 Minuten. Hey, Ali, du redest schneller als ein Maschinengewehr. Ey, das will ich jetzt rausfinden. Mein Name ist Ali, willkommen zu einer weiteren Folge von Ali. Meine Fresse, du hast recht. Ich bin Ali, der Gerät. Ali? Ich heiße auch Ali. Yay! Nee, Kumpel. Du heißt Mehmet. Das 2793. Keine Ahnung, vielleicht bist du ja ein Cyborg-Türke. Ich bin Mehmet, der Gerät. Hey Ali, mach mal Yuki nach. Hallo, ich bin Yuki und alles, was ich kann, ist Ali schlagen. Fail! Sag meiner Mutter, dass sie die besten Chibureki der Welt gemacht hat. Du hast nur Schnupfen. Und mein Abonnenten. Dass ich sie liebe. Aber du kennst sie doch gar nicht. Dieser Schmerz. So, jetzt wird eine Runde Pokémon gezockt. Ohne Spiel. Fuck yeah. Wie nennt Yuki dich eigentlich? Ali oder Victor? Idiot. Guckst du russische News? Doppelpunkt D. Aber natürlich. Wichtigste Information geht nun mal vor. Am gestrigen Abend warf jemand kaltblütig ein Wodka-Fläschchen um. Putin ist schockiert. Wodka, Putin, Wodka, Gorbatschow. Vom Täter bislang keine Spur. Hey Ali, hattest du schon mal eine Zahnspange? Früher wollte ich immer eine haben, aber der Zahnarzt gab mir stattdessen so eine blöde Zahnklammer, mit der ich nicht mehr so sprechen konnte. Und das Ding musste ich anschließend den ganzen Tag tragen. Ja, auch in der Schule. Edgar, hast du morgen eigentlich Zeit? Ich hab keine Zeit, Alter. Edgar, hast du mich gerade schwul genannt? Hä? Ich hab schon gesagt, ja. Ja, aber dann bin ich's halt. Was dagegen? Was? Denkst du jetzt nur, weil ich schwul bin, dass ich vorhatte, dich zu vergewaltigen oder was? Nein! Ja, aber dann wollte ich's halt. Was dagegen? Eine kanadische Studie belegt, dass spickende Studenten oft Psychopathen sind. Was? Okay. Subklinische Psychopathie lautet hier das Zauberwort. Ich würde mal sagen, in Zukunft gebt acht vor spickenden Studenten. Hey Digga, was hast du bei Aufgabe 6? Oh Gott, dann will ich mich umbringen! Woher wusste er das? Seit wann kannst du reden, Doppelpunkt D? Na, schon immer. Ich meine, hallo. Bei mir kann sowieso alles sprechen. Hey Schrank! Hallo! Bekam ich von jemandem Tic-Tac, bei dem nur 4 Tic-Tacs drin sind. What the fuck? Da konnte sich jemand auf dem Weg zur Post offenbar nicht beherrschen, was? Okay, warte mal kurz. Es gibt Hello Kitty Fruchtgummistreif? Was kommt als nächstes? Hello Kitty Vibrator? Gibt es. Echt? Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Nein, das weißt du nicht! Warum kann so ziemlich alles bei mir sprechen? Ach, das bildest du dir nur ein. Das Komischste an dem Spiel sind aber definitiv die Bosskämpfe. Einmal wäre da so ein zombieartiger Boss, der so ein bisschen rumtanzt. Und dann einfach nur tot umfällt. Und dann wäre da noch so eine Art Riesenspinne, die schon auf dem Boden liegt und sagt: Tut mir leid, ich bin schon tot. Und du wirst warum nicht gleich ein Boss, mit dem man einfach feiern geht. Bist du der Boss? Oh ja, da bin ich. Yeah, meine Katze sieht genauso aus wie Felix, ich schwör. Und du siehst aus wie jemand, der mein Spacken TV heißt. Oh, warte mal, da heißt er wirklich so. Was ein Zufall. Memes! Привет, meine друзья! Oder mit anderen Worten, hallo, ich bin meine Freund, wie geht's euch? Oh mein Gott, ich bin sein Freund? Ich bin sein Freund! Halt's mal, du hast keine Freunde! Schnappt sie euch!
Ja! Bin ich denn nur von Inkompetenz umgeben? Lächerlich! Schnappt sie euch! Krebsmodus aktiviert! Ah, schnappt sie euch! Oh, komm schon! Schnappt sie euch! I'm a motherfucking gentleman! Gorbatschow ist dafür verantwortlich, dass meine Eltern keine Heimat mehr haben. Auch Russen. Er hat das Heimatland meiner Eltern aufgelöst. Ich kann den Kommentar mit dem Profilbild einfach nicht ernst nehmen. Wenn ich das sehe, höre ich die Stimme beim Vorlesen. Gorbatschow ist dafür verantwortlich, dass meine Eltern keine Heimat mehr haben. Auch Russen. Er hat das Heimatland meiner Eltern aufgelöst. Yay! Yeah! Tommy, ich habe Angst. Ich hab's dir doch gesagt. Wusste ich ja, dass du keine Eier in der Hose hast. Mann. Was wollen wir jetzt machen? Er vergräut noch unsere ganzen Fans. Es gibt nur noch eine Person, die uns helfen kann. Du meinst doch nicht etwa... Doch, genau den meine ich. Ihr braucht also meine Hilfe. Überlass das nur mir. Das wird ein Kinderspiel. Mann! Warum habt ihr nicht gleich gesagt, mit wem wir es hier zu tun haben? Fake! Yuki ist nicht in der Küche! Mann, das ist doch völliger Blödsinn! Oh ja. Yeah. Als würde Yuki ernsthaft die... Was? Oh mein Gott, was tust du hier? Ist das dein Ernst? Geh sofort zurück in die... Du weißt, wofür das ja. Yo, die Brille hat, könnte man sagen, mein Leben verändert. Endlich konnte ich ihn Full HD sehen und habe gemerkt, wie hässlich meine Frau eigentlich ist. Sie hat sich trennen lassen und seitdem bin ich zutiefst unglücklich. Hehe. okay. Ist die Brille jetzt gut, oder? Oh ja, klar! Aniku liegt bei minus 5. Pass mal auf, Kumpel, das ist gar nicht möglich. Denn wenn es so wäre, würdest du gar nicht in der Lage sein zu atmen. Er hat vollkommen recht, wenn ich ein echter Fan sein will, muss ich aufhören zu atmen. Bro, das ist völliger Blödsinn, du. Bro. Bro! Eibladi hat mein Bro auf dem Gewissen. Abonnieren. Es gibt jedoch noch viele andere Sachen, die ebenfalls typisch YouTube sind. Wie beispielsweise... Wow, hey, ich meinte eigentlich ganz andere Phänomene, wie zum Beispiel... Erster, Zweiter, Fünfter, Siebter, 594. Ich habe das gleiche Handy wie du, yeah! Ach was, ist das so? Ich hol mir ein iPhone. Ich habe die gleiche Freundin wie du. Ach was, ist das so? Und jetzt, meine Freunde, kommt das Beste. Die realistischste Laufanimation, die ihr jemals gesehen habt. Innovative Gegner, die hundertprozentig nicht von anderen Spielen geklaut wurden. Eine Engine-Grafik, die man mindestens mit Crysis 10 vergleichen könnte. Warum schlägt Yuki dich eigentlich immer? Doppelpunkt D. Freunde, ihr versteht es einfach nicht. Das ist halt unsere Art und Weise, wahre Liebe auszudrücken. Oh, jetzt ich! Ja, so viel zur sogenannten Gleichberechtigung. Aufschrei für Männer! Hörst du gerne Musik? Musik, wie eklig! Ich bin, könnte man sagen, mehr so der Ambient-Typ, der anderen Autos beim Vorbeifahren zuhört. Boah! Warte mal, ein neues Lied vom Psy? Geil, da will ich doch glatt mal reinhören. Wow, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich darauf reagiere. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt! Ach wirklich? Oh, schau mal, da liegen plötzlich Hotdogs und Cola auf dem Tisch. Tja, dann würde ich mal sagen, guten Appetit, ne? Yo, das war's mir wert. YOLO! Erst Meme-Faces, dann YouTube-Faces. Wie wär's mit Videospielfiguren? Hierbei sollte man aber Easter Eggs vom eigentlichen Spielgeschehen unterscheiden und Easter Eggs bloß nicht ernst nehmen. Was zum... der Feind tanzt? Das kann doch heißen, dass sie glauben, sie hätten gewonnen. Was wiederum heißen könnte, sie hätten wirklich gewonnen. Was wiederum heißen könnte, wir sind verloren. Ah! Alter, Kumpel, dir ist schon klar, dass ich in deinem Team bin, oder? Ich bin gut in einem Videospiel. Ja, toll. Und was soll daran so besonders? Aber mal kein Scheiß, unser Pro ist heiß. Und du damit tust, weiß ich, ess ne Schüssel Reis. Okay, ich glaube, das war leicht random. Ich bin nur der Bundali. Und danach spritz ich der Süßen in den Mund. Und zwar so krass wie ein Tsunami. Legendärer Visionär, funktionärer Millionär. Shit, bin keine Reime mehr. Alles muss man selber machen, das ist ja so unfair. Alle Dünner Boom-Fans heben ihre Hände nach hoch. Nach hoch?
Ja, alle Dönerbuden-Fans heben ihre Hände nach hoch. Nach hoch. Alle Dönerbuden-Fans heben ihre Hände nach hoch. Alter, du weißt schon, das ist grammatikalisch nicht ganz korrekt. Und wer dafür ist, dass Ali die Fresse hält, Hände nach hoch. Eieieieieieiei. Wow! Ich hasse Blasen! Ich komme mir überhaupt nicht blöd vor bei den ganzen Leuten hier. Dieser Stuhl passt besser zu dir. Party Hard! Hallo lieben Freunde! Ja, ich bin der Albladi, ja! Das ist das gruseligste Kostüm, pass auf! Wir gucken jetzt mal, wie gruselig wir sind. Gruselig? Was ist deine Lieblingssexstellung? PS, bin 9. Ey! Es geht wieder los! Ey, pass mal auf, ich habe den geilsten Witz überhaupt. Genau das habe ich letztes Mal gesagt. Ich habe immer den geilsten Witz überhaupt. It's time to die. Scheiße, ich hab grad mega Angst. No blood here. Oh mein Gott. Junge, blood here. Was? Werden die mich mit Haschen reiben, das Ding? Bam, Headshot. Ah, Papa, du cheatest. Schreite sofort auf dein Zimmer und liest dieses Buch 84 Mal. Aber, Papa... Das ist russisch! Das Ganze kann man aber noch toppen, und zwar mit dem Mute-Mikrofon. Ein Produkt aus Japan. Dieses ist so konzipiert, dass andere Leute die eigene Stimme nicht hören können. Man verwendet es, um beispielsweise Nachbarn nicht zu stören oder wenn man einfach zu schüchtern ist beim Singen. Du weißt, was ich mal gemeint ist! No. Deine Videos sagten so richtig. Ja klar, es würde mich auch nur im Ansatz interessieren, was irgend so ein Hater sagt. Ah! Aber wir sind doch im selben Team! Man muss übertreiben. Oh. Oh mein Gott, schau dir das an! Oh, Jungs, ich kann das erklären. Auf dem Nachtelfen holst du dir einen runter? Okay, wartet. Schaut euch das hier mal an. Was passiert eigentlich, wenn ich dich deabonniere, Doppelpunkt.de? Naja, du kannst es ja mal ausprobieren. Ha! Hab dich deabonniert, ist gar nichts passiert. Der hat dich deabonniert. Du bist in meinem Bildschirm gefangen. Was soll denn das schon wieder heißen? Ich bin kein... Oh mein Gott. Oh, hol mich heraus. Ich schädige so ein Opfer. Oh mein Gott. Lass mich heraus. Kannst du wieder mal YouTuber nachahmen im Klammern Memes? Oh nee, keine Memes. Ich werde definitiv keine Memes machen. Oh, ja. Wer hat das gepostet? Bin ich Flugzeugmörder? Ali, was würdest du als erstes tun, wenn die Welt untergeht? Wie viel Zeit bleibt uns noch? Noch genau 10 Minuten. Hä? Echt geil! Das reicht ja locker noch für 2 Runden. Was passiert, wenn ich dir keinen Daumen nach oben gebe? Doppelpunkt.de? Frag nicht, mach's einfach. Soll mich die Wasserflasche jetzt treffen, oder was? Und hierbei geht es um eine Art fette Uhr mit Countdown, die man als BH trägt. Ein Countdown, das kurz vor der Hochzeit nochmal an die Hochzeit erinnern soll. Creepy. 10 Minuten, Schatz. Noch 5 Minuten, Schatz. Schatz, noch 2 Minuten. Ich mach Schluss. Außerdem steht der Timer für was anderes. Touchtray. Bei der App geht's, könnte man sagen, darum, den weißen Pixel im Zentrum des Bildes zu berühren. Das ist die innovativste und kreativste App, von der ich je gehört habe.
Nicht. Ich kann mir das schon einigermaßen vorstellen, wie das von außen aussieht. Weißt du, wann der Bus kommt? Tolle App! Ohne Witz, die App sollte man umbenennen und zwar in Ein zurückgeblieben. Die USA hat schusssichere Rucksäcke erfunden. Wie findest du das? Mein Freund ist wohl eifersüchtig, weil ich immer von dir schwärme. Tja, ich würde mal sagen, die läuft nicht bei deinem Freund. Tja, ich würde mal sagen, hättest du dir schusssichere Westen gekauft. Bei dem nächsten Gesetz geht es unter anderem um Dirty Talk. In Oregon ist es verboten, was ich völlig absurd finde, schmutzige Wörter während dem Sex zu sagen. Als würde irgendjemand neben der Schlafzimmertür stehen und das kontrollieren. Komm her, du dreckige Luder. Steuererklärung. Wie reagierst du, wenn jemand bei dir einbricht? Oh mein Gott, warte! Warte kurz. Du siehst aus wie Jerry aus dem Anime Kaleidostar. Wie ein Jerry aus Kaleidostar? Warte mal, man muss hier erstmal gucken, wie der überhaupt aussieht. Da konzentriert sich nur auf mich. Guck mal, der konzentriert sich jetzt auf den. Das bedeutet. Oh, explodiert! Ist mir egal! Ist mir egal! Nein, renn weg, renn weg! Ja, nein, ja, ich versuch's, ich versuch's. Mülleimer dürfen nicht belästigt werden! Wer jemand belästigt Mülleimer? Ich beschütze dich, Baby! Machst du wieder Memes? Die waren sau witzig! Nein, waren die nicht! Wie zur Hölle kommt man auf sowas? Man möchte so Pringles essen und da ist einfach ein Apfel drin. Was sagen Sie zu dem Apfel in der Pringles-Soße? Apfel. Was ist mit der Panophobie? Ach, nicht schon wieder. Ist die Angst vor allem. Vor allem. Wow, Kissen! Wow, Uhr! Wow, Katze! Wie würde es aussehen, wenn dein Leben ein Anime wäre? Ich hätte so gerne einen Döner jetzt. Aber der nächste Imbiss ist ganze 10 Minuten von hier entfernt. Werden unsere Freunde sich auf die Reise machen? Und welche Gefahren lauern? Das und viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Als Anime wäre alles so viel cooler. Wir ja, heute mal mit zwei neuen Gästen. Und? Genau, ich bin schon kein Gast mehr. Du hast keine Ahnung vom Abnehmen. Man trinkt einfach Wasser, ohne aufzuhören. Boah, du hast recht, ich fühle mich 5 Kilo leichter. Sag ich doch. Yeah. Die Frage lautet. McDonald's. 3, 2, 1. Nochmal. Alter. Alter, ohne Witz, schau ich das an. Schau dich das an, wir sind nah dran. 1. Oh! Mann! Oh! Victors Bude verunstaltet. Da habe ich mal YouTuber zu besuchen, dann das. 1 für alles, Kabi. Kabi, schämst du dich nicht? Kabi, schämst was, du dich nicht? Was soll das eigentlich? Hier. Ja, richtig. Was soll das? Gebt dir wieder einen Daumen hoch, wenn ihr gegen Mobbing seid. Nee, Mobbing finde ich eigentlich politisch korrekt. Dislike. Lebt wohl! Wow, Leute. Leute, das war zu krass, das war zu krass. Essbare Handyhülle. Kein Plan, ich glaube, dass die aus Keks ist oder irgend so ein Scheiß. Warum? Schenkt das bloß niemandem, der oft hungrig ist. Digga, ich sterbe, du musst mir helfen, ich kann nicht mehr. Digga, reiß dich mal zusammen. Nein, ich halte nicht mehr aus, ich hab solchen Hunger. Da hat Victor gesagt, eine gute Idee, wir kloppen mal Junkies auf der Straße kaputt. Ja, auf jeden Fall, lass los, los. Hast du den Basie dabei? Ja, auf jeden Fall. Einfach mal so Hammer. Ali, wie siehst du eigentlich hinter der Kamera aus? Jetzt mal vorne wird ein langwieriges Mysterium gelöst, also passt genau auf. Hey Blali, hinter der Kamera. Du Mama, ich habe eine 1 geschrieben und... Oh nein! Komm her, ich bring dich um! Bei 90% aller Ehebeziehungen auf dieser gottverdammten Welt kommt es immer auf dasselbe hinaus. Definitiv ein Experte. 7 Minuten zu spät, wo warst du? Ich war kurz an der Tankstelle. Mit wem betrügst du mich, hä? Ich war an der... Anna oder Elisabeth? Und du wirst irgendwie bekomme ich gerade Gänsehaut, weil solche Situationen kommen wirklich vor. Ich hab die Chips vergessen. Hier was richtig Stressiges, Hedonophobie, die Angst, Freude zu empfinden. Hey, ich habe 1 Million Euro gefunden. Hier, nimm einfach! Boah, cool, 1 Million Euro. Mein Vorsatz für 2015 ist, in einem deiner Videos vorzukommen. Ich habe es endlich geschafft! Aber das hier heißt noch so lang. Was mache ich jetzt?
Auf jeden Fall war das einzige Problem dieser Spielekonsole die Spiele selbst, denn die waren nicht so geil. Eigentlich waren die richtig scheiße! Mann, schmeiß den Scheiß jetzt raus! Ich hasse Scheiße! Scheißkonsole! Wenn man genau hinguckt, merkt man, dass die Effekte nicht echt sind. Warte mal, willst du mir etwa sagen, dass das hier nicht echt ist? Hallo, Kind! Jetzt wo er es sagt. Also ich habe das Gefühl, der Bruder kommt irgendwie nicht voran, kann das sein? Jo, Freunde, wir haben jetzt 5 Kilometer hinter uns, noch geht es uns gut, aber Hochmut kommt vor dem Fall. Oh, oh, oh. Wir machen uns jetzt unsere eigene Musik. Ich traf sie in der Bar, in Leverkusen, und mir war sofort klar, ich will die Milch ausehren. Hey Landstraße, schon mal was von Laternen gehört? Nee, Ali, sehe ich aus, als hätte ich YouTube-Money? Jetzt werde ich kurz hell, weil ein Auto an mir vorbeifährt. Alt! Neu! Alt! Neu! Energy Drinks sind ungesund, sagte er und tat sich folgendermaßen. Wie machst du dich fertig? So wie jeder andere Mensch auch? Oder was genau meinst du mit fertig machen? Jo, kommst du jetzt? Ja, ich will mich eben fertig machen. Du bist scheiße und du bist hässlich. Was kannst du eigentlich? So hat mich fertig gemacht. Traurig, was aus Adi-Teils geworden ist. Ich erinnere mich noch an die ersten Folgen mit Niveau. An die ersten Folgen mit Niveau. Schau mal, das fliegende Spaghetti-Monster! Wo ist nur das Niveau geblieben? Jo, Alter! Schon die Storyline für Super Mario Galaxy 3 geschrieben? Klar, pass auf! Bowser für Peach und Mario muss sie retten. Wow! Nach über 20 Jahren immer noch voller Ideen. Ich bin stolz auf sie. Hey Adi, ist dein Handy oft im Flugmodus? Ist das bei einem YouTube-Partner was anderes als normal? Wow, 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 wow! Lass deinen Kopf mal so realistisch wie möglich explodieren. Okay. Yo, warum heißt es eigentlich Video schneiden? Benutzt ihr auch Schere oder so? Ernsthaft? Könntest du mal mit den ständigen Effekten aufhören? Welche Effekte denn? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Noch unlogischer wird's aber noch mit dem USB Triple Foot Switch. Ein USB-betriebenes Gaspedal, was die Tasten Enter, Leertaste und Backspace ersetzen soll. Hä? Das bedeutet, wenn ich dann irgendwas schreibe und Enter drücke, sieht das dann ungefähr so aus. Ich glaube, mein Nachbar liebt mich jetzt schon. Also ich würde mir ein bisschen dumm vorkommen. Ich meine, wie kommt man drauf, sowas zu kaufen? Boah, nee, die Enter-Taste ist viel zu weit weg. Ich brauche ein Gaspedal. Im Jahre 1889 wurde Nintendo gegründet. Was? Nintendo hat schon vor 100 Jahren Videospiele gemacht? Buchstabier mir mal IQ. Es geht aber noch einigermaßen skurriler, und zwar mit der Parkscheibe. Wie der Name schon sagt, soll die App eine echte Parkscheibe ersetzen. Einfach eine Windschutzscheibe platzieren und weggehen! Auch dazu gab es einige kostenpflichtige Versionen, obwohl es normale Scheiben unter anderem auch kostenlos gibt. Boah, meine Fresse, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Hey Digga, warte mal kurz. Ist das ein echtes Smartphone am Mann? Geil! Wow, hey, der Typ hält sich dran. Ja, dann lege ich das mal wieder zurück. Korrekter Mann auf jeden Fall. Was würdest du machen, wenn dein Spiegel ein Delay hätte? Ich glaube, ich würde wahrscheinlich den größten Spaß meines Lebens haben. RTL hat immer recht. Ihr würdet eigentlich wahrscheinlich auch gucken, wenn ich im Sterben liegen würde. Yo, ihr Spastis! Wie es aussieht, bin ich in einer Woche tot! Ey, Hakan, Digga, der Typ stirbt voll lustig! Und jetzt sind wir noch drauf, wie schön! Und deswegen wird das hier wohl mein letztes Video! Hä, wie keine Videos, wenn er tot ist? Ich schwöre erstmal der Boy! Ich nur von dir! Jetzt muss ich tun, dass du mich hörst! Verkackt, verkackt! Never gonna get you up! Never gonna let you down, never gonna run down, desert you one more time. Hier wurde ich schon alle über dich lästern. Nach kleinen Kuchen und alle zu festern. Ich guck dich an. Schöneburg, weiter! Wir spielen Schach den ganzen Tag. Schöneburg, weiter! Wir tun nur das, was Mama sagt. Schöneburg, weiter! Verpennen wir die ganze Nacht. Weidengetto, Weidengetto. Schöneburg, weiter! Wir spielen Schach den ganzen Tag. Schöneburg, weiter! Wir tun nur das, was Mama sagt. Schöneburg, weiter! Verpennen wir die ganze Nacht. Weidengetto, Weidengetto. Tja! Warum moderierst du nie draußen? Eine echt gute Frage. Ich meine, der Wind sollte auch nicht so sehr stören, oder?
Endlich kann man den Bastard nicht mehr hören, ich schwöre. Wieder abonniert. Hallo, hört man mich? Kommt bestimmt auch überhaupt nicht awkward rüber, wenn man jemanden dabei erwischt. Alter, das ist... Ich kann das erklären. Das ist mein Smartphone. Das kann ich nicht erklären. Und last but not least ist vorher ein Lebewesen. Oh mein Gott, meine Wohnung brennt. Hör mal auf damit. Okay. Danke. Du, jetzt Karamelldansen, sofort. Ohne Witz, ich mach doch keinen verkackten Karamelldansen hier auf meinem Chat. 3, 2, 1. Dena ist tot. Warum? Oh mein Gott, Dena hat einen Tag lang kein Video hochgeladen. Dena ist tot, Google. Wie sieht es aus, wenn du dir die Fragen mal raussuchst? Alter, heute bin ich irgendwie mega motiviert. Mal gucken, was die Leute so geschrieben. 2 Minuten später. 5 Minuten später. Tu es nicht. 10 Minuten später. Tu es. Was passiert, wenn du Säule schlägst? Warum zum Teufel soll ich eine Säule schlagen? Wegen Klicks? Ach, stimmt ja. Bruder, du musst mich rächen. Ich werde dich rächen, Bruder. Ich habe alles versucht, Bruder. Bro fürs Bruder. Wie wäre dein Leben im GTA-Style? Auch von anderen Leuten random abgeknallt und von so ziemlich jedem Gegenstand verletzt zu werden? Ja, das klingt nach viel Spaß, wa? Ist ein Snickers. Also es gibt wirklich so einige Tage, wo ich wieder Bock auf Schule habe, aber ich würde wahrscheinlich unbekannt bleiben wollen. Ohne Witz, ich stelle mir das so stressig vor, mit 1,8 Millionen Abonnenten auf eine Schule zu gehen. Ja, die Videos sind echt cool, Digga. Wir sind doch Freunde, oder? Wir sind die dicksten Homies. Erwähne mich doch mal in deinem neuen Video. Sei mal nicht so geizig. Deine Videos sind gar nicht so gut. Wenn ich nur daran denke, Alter. Ist alles in Ordnung? Oh mein Gott, Google lebt nicht. Ist alles in Ordnung bei dir? Mein Bruder Herbert, mein Bruder hat mich vergewaltigt. Du bist schon so ein geiler Ficker, würde mich gerne an dir reiben. Okay, meinetwegen. Ja! Ich fühle mich dreckig. Angst vor Nähe, Angst vor Menschen, Angst vor langen Wörtern. Kontradiktionsfallzungentheorie, Polizei. Kannst du den Pflanzen im Hintergrund Namen geben? Ernsthaft. Alles klar, das da vorne ist Pflanzi. Und die andere Pflanze heißt, keine Ahnung, Pflanze Nummer 2. Die linke Pflanze ist jetzt eifersüchtig auf die rechte. Ohne Witz, was erwartest du bei scheiß Pflanzen, dass die jetzt anfangen zu kämpfen, oder? Okay, das sieht mir jetzt aber nicht wirklich nach Kämpfen aus. Immer wenn ich Aditels schaue, muss ich husten, warum? Aber natürlich, jetzt ist Aditels auch noch ein Mittel zum Mord, oder was? Sprich dein letztes Gebet. Sprich dein letztes Gebet. Frage Nummer 1 ist von Loco. Was machst du, wenn du einen Mensch fragt, einen Kommentar zum Beispiel auf Facebook liest? Ja, ich meine, was soll ich da schon machen? Soll ich schreiben, das ist unerhört, ich melde dich! Wurdest du eigentlich schon mal von einem Fan gestalkt? Also, es gibt 2 Leute, die völlig unauffällig ein Foto von mir schießen. Oh. Hattest du mal eine traumatische Erfahrung, die dein Leben verändert hat? Oh cool, mein allererster Alitanz-Kommentar, Marc zu Bratwurst. Natürlich, als würde ich nach 4 Jahren immer noch dieselben Klamotten tragen. Musa, wie er schreibt, hab keinen Bock, dir eine Frage zu stellen. Tja, und ich hab keinen Bock, dir zu antworten. Shit, hab ich jetzt. Lena hat es gefragt, hat ein Fan schon mal deine Nummer rausgefunden? Bisher haben mich nur einmal Zuschauer angerufen und die waren sehr glaubwürdig. Ja, hallo? Hallo, hier ist die Polizei. Hey, von Ostsee, willkommen zu meinem neuen Vlog. Das ist mein Kumpel Alex. Hi. Mach was Lustiges! Jessica Bern fragt, wie würdest du dein Kind nennen? Edbert von Siegfried der Dritte. Mit dem Namen wäre er bestimmt Boss auf dem Schulhof. Eigentlich braucht Ask Adi ein eigenes Anime-Opening. Awesome. Früher in der Schule ist mal etwas passiert, da ist mein Rucksack kaputt gegangen und alle Sachen sind rausgefallen. Und ich habe reagiert wie der letzte Huren. Das ist euch bestimmt auch schon mal passiert. Heute würde ich es natürlich anders machen. Tja, dann bin ich wohl endlich meine Schulsachen los. Kann es sein, dass du irgendwie weniger Energies trinkst? Ja, ich glaube, ich trinke irgendwie echt weniger. Ohne Witz, ich glaube, mein Blut besteht nur noch aus Energy. Wurdest du schon mal im Kino oder beim Einkaufen von einem Fan angesprochen? Ja, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm oder so. Es gab definitiv schlimmere Locations, wo mir das passiert ist. Hey, Albani, könnt ihr vielleicht ein Foto machen? Könnt ihr vielleicht erstmal zu Ende scheißen? True Story. Macht dir Aditerz wirklich Spaß oder gibt es einen Haken? Hä, was für ein Haken? Es gibt kein... Als ob da jetzt ein Haken... Baller mal den heftigsten Drop raus! Oder oh, stell dir mal vor, die bringen das im Club. Heftigste Enttäuschung ever.
Hast du Phonophobie in Klammern Angst vor der eigenen Stimme oder anderen Stimmen? Nee, hab ich nicht, aber das stelle ich mir überhaupt nicht stressig vor. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich eine wirklich gruselige Story mitgebracht. Ohne Witz, als ich die gelesen habe, dachte ich mir, die ist schon gruselig. Die ist quasi richtig gruselig. Okay, ich hör auf, ich hör auf. Würdest du dich selber mögen, wenn du dich selber treffen könntest? Ich glaube, man wird sich streiten ohne Ende. Was für ein Scheiß, Bruder, ich hasse dich! Mach bitte mal wieder Leg Step. Was war nochmal Leg Step? Ali-Tür! Hey Ali, leidest du eigentlich an der Sinusilikaphobie, in Klammern Angst vor leeren Gläsern? Hey Vic. Wird das hier eine Party? Hä? Nein, wie kommst du darauf? Ist es eigentlich ein Zufall, dass alle bei Ebladi eine Knarre dabei haben? Hä, das stimmt doch gar nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Auch nicht? Nope. Er hat eine Knarre. Und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, die Klimaanlage anzumachen. Ich habe einfach auf irgendwelche Knöpfe gedrückt, in der Hoffnung, dass es nicht explodiert. Hey, guck mal, ich glaube, das hat Swag, oder? Yo, das gehört jetzt mir. Haha, und ich geb's euch nicht. Dafür klaue ich deinen Teddy. Aber ich finde das nicht gut. Okay, ich zieh's aus, ich geb's dir. Hier sehen Sie Japan unter Wasser. Wahrscheinlich denken Sie, so schaut es überall unter Wasser aus. Aber das stimmt nicht. Japan ist voll anders. Denn da ist Müll drin. Ich habe erschreckende Neuigkeit für Sie. Hinter mir steht Tokio 2020. Nun halten Sie sich fest und geraten Sie nicht in Panik. In Wirklichkeit haben wir das Jahr 2015. Es tut mir furchtbar leid. Endlich! Endlich bin ich auch unbedingt. Nö. Kennt ihr die Situation, wenn ihr betrunken seid, eure Ex-Freundin anruft und es im Nachhinein bereut? Die Zahlen im Ziffernblock springen rum. Und das, meine werten Freunde, erschwert es, euch die richtigen Tasten zu drücken. Ich liebe sie noch. Darf ich dich bitte noch einmal f***en? Hier spricht die Polizei. Oh. Und auch die kostet 1 Euro. Warum? Mal im Ernst, ich glaube, das Einzige, was sie eher bei mir verursachen würde, ist das hier. Okay, jetzt kriege ich's hin. Sie hat recht. Und ich verstehe immer noch nicht, warum man das bei Google eingibt. Boah, Digga, ich hatte voll den Beef mit meinem Girl, aber sie hat recht. Google schon gehört, sie hat recht. Google ist momentan nicht erreichbar. Gib da bei Google ein. Ich kann nicht mehr. Warum liebe ich dich? Warum interessiert es mich? Warum versuche ich es überhaupt? Warum habe ich Ebola? Ja, gut. Hilfe, ich habe aus Versehen ein Regal gebaut. Wow, shit, was habe ich getan? Warum haben all deine Gegenstände eine Knarre und ich nicht? Ja, meine Fresse, okay, ich leise die, aber nur ganz kurz, okay? Ja! Ist gut genug, nicht, dass du noch jemand... Oh, zu spät. Was würdest du tun, wenn du eine Banane wärst? Lecker, eine Banane. Alter! Ist schon ein bisschen schwul, ne? Ey! Mein Erzfeind, du bist zurück. Nein! Was würde passieren, wenn ich zwei Privatdetektive beauftrage, sich gegenseitig zu verfolgen? Ohne Witz, es wäre so lustig. Er hat mich gesehen! Okay, ihr kriegt die scheiß Anime-Memes. Karma! Ich will auch so eine Brille haben. Du meinst die hier? Okay, ich gebe sie dir. Oh mein Gott, wie hat er... YouTube-Hunter-Kräfte sind echt? Was zur... Welcher normalbürgerliche Beruf würde dich interessieren? Komischerweise kann ich mich ganz gut als normalen Verkäufer vorstellen. Auch wenn ich bis dahin wahrscheinlich zu YouTube gestört bin. Was geht, meine werten Kunden, und willkommen in meinem Laden? Stellen Sie sich hier eine Explosion vor! Oh mein Gott, Hilfe! So, Freunde, wir warten immer noch auf unser Essen, aber der Anton, der konnte es nicht sein lassen. Er hat schon etwas von der Schüssel hier abgebissen. Ja, warum tust du das? So, Anton hat gesagt, ich darf entscheiden, was für Musik wir hören. Ja. Das wirst du bereuen, das wirst du so bereuen! Guten Morgen. Polnischen Grenze. Oh yeah! Der Döner hat zu. Wenn hier irgendwo Puppen sind, ne? Ich raste aus. Ich hasse Puppen. Da sind Puppen. Da sind Puppen. Alter, du bist so ein Hurensohn, ich hasse dich. Boah, lass mich nicht alleine, Mann. Kannst du mich mal grüßen, Doppelpunkt D? Aber natürlich kann ich das. Ich grüße. Nee, Alter, kann ich doch nicht. Oh mein Gott, das wird zu spannend, Mann. In der Tat. Fuck, hast du das gesehen? Schrecklich. Alter, dein Lieblingscharakter ist gerade gestorben. Bedauerlich. Heb die Hände hoch, das hier ist ein Einbruch. Unglaublich. Kannst du ihn bitte als erstes umbringen? Ich hab Fans, die mir das Können habe, Wissen habe, Können habe, Girls, die mich verwöhnen. Die Hater werden hören.
Tribunali. Kindergarten Kitki. Schabruapap Bang. Gonti Check spür den Tribunali. Kindergarten Kitki sowieso. Schabruapap B und die Checks. Ich mach sowas normalerweise nur bei Details, aber. Russische Musik ist beste. Was zur Hölle? Er. Okay, fürs Protokoll, keine Radios mehr werfen. Was ist das? Oh, Kühlschrank. Jetzt fühle ich mich gut. Das ist das Einzige, bevor ich im Real Life Angst hätte, dass der Kühlschrank leer ist. Ich habe vor einiger Zeit ein Oculus Rift Spiel gespielt und das habe ich kommen sehen. Du kannst nichts ausrichten gegen meine Gamer-Reflexe. Ben, eat light. Wer ist dieser Ben und warum frisst er Licht? Was machst du, wenn dir jemand begegnet, der genauso aussieht wie du, Doppelpunkt.de? Ich glaube, ich würde ihn mögen. Aber deine Videos sind schon scheiße. Was? Oder auch nicht. Du stehst zu nah an der Kamera. Dann geh doch weiter weg. Hey, das klappt ja wirklich. Was zum... I'm Nani, woo! Er macht die Tür auf. Hereinspaziert, gnädige Dame. So kenne ich mich gar nicht. So kenne ich mich auch nicht. 1 out of 10, fail game, EGM. Bin ich auf ihm... Ich bin ihn geritten. Komisch, dass ich hier bestiegen habe, weil ich bin doch die Treppe. Hey Girl, ist alles okay? Lass den Kopf nicht hängen. Ich kann dir eine Waffe geben. Ob das so eine gute Idee war? Ich die Sellerie und singe hier Brutum Ali. Brutum Ali, die Legende von dem doofen Jungen, der die Sellerie schwingt und tatsächlich hier ein doofes Lied geht. Es wird Zeit für eine neue Version. Ich gehe zum Kühlschrank und hole mir ein Brötchen heraus. Dann such ich noch den Belakis, hol ich's aus und esse die Butter. Ramen, Samen, baden gehe ich gleich, nachdem ich gegessen habe. Dann hol ich die Sellerie und singe hier Brutum Ali. Brutum Ali, die Legende von dem doofen Jungen, der die Sellerie schwingt und tatsächlich hier ein doofes Lied gelingt. Das ist kein Problem für uns. Yo, fuck! Yo, ich kann theoretisch noch... Tausend Subscriber, das ist ja so krank. 5000 von euch. What the fuck? OMG. Raffel, lol, 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 lol. Was soll denn lernen Sie da? Ein paar Striche und ein Strichmännchen. Lehrerin des Monats. Schade. Die steht einfach wieder auf, aber das sieht auch ziemlich seltsam aus. Ich müsste vielleicht nur ein kleines bisschen nach vorne. Ungefähr hier. Das wird sein. Wow. Dieser Polizist gehört verhaftet. Ist da irgendwas oder bilde ich mir das? Ich hab Gänsehaut. Was? Ach cool, wenn ich O drücke, habe ich so Stuff auf den Kopf. Toaster im Mund. Ich meine, wer kennt das nicht? YOLO. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Dieses Mädchen hat das Prinzip von YOLO nicht verstanden. Bam! Und außerdem werde ich definitiv mit den Energy Drinks aufhören. Für immer. Wie hinter mir ist Energy. Stimmt doch gar nicht! Ach, Senpai, ich würde dich niemals betrügen. Und ich wäre immer ehrlich zu dir. Denn wie sagt man so schön? Lügen haben kurze Beine. Und ich kann immer noch nicht so wirklich laufen. Dafür benutze ich immer noch die Krücken ganz. Aber ich mache Fortschritte. Und manchmal, wenn ich ehrlich bin, schäme ich mich für meine Faulheit. Vor allem morgens, dann sieht das ungefähr so aus. In welchem Game würdest du gern leben und warum? In Mario Party macht er einfach den ganzen Tag nichts anderes außer Minispiele spielen. Ich meine, was will man mehr? Außerdem bin ich dafür immer mit meinem besten Freund zusammen mit Komm, Komm und Komm. Aber einige Zuschauer zum Beispiel haben das Gefühl, mit mir befreundet zu sein, weil sie mich sehr lange auf YouTube kennen und vergessen dabei, dass ich keinen Plan habe, wer sie sind. Und wenn du mich dann im Real Life dissen, ist es klar, dass es ziemlich awkward rüberkommt. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr so eine Situation. Du heißt Victor, ne? Nennt man dich eigentlich auch Victor? Nee. Aber du f***st doch bestimmt auch Männer, oder? Nee. Schade. Da habe ich wohl jemand auf den Arm genommen. Ich habe einen Arm in meiner Hand. Ich habe den Kopf eurer Freundin. Den Kopf. Wow, die scheinen Kokona echt gemocht zu haben. Check mein Channel, ich mache die beste Musik auf YouTube. Oh ja, definitiv. Ich meine, von jemandem, der Minecraft Maker 99 heißt, kann die Musik ja nur geil sein. Hören wir uns das doch mal an.
Oh Mann, das war gar nicht mal so scheiße. Was geht, meine werten Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von... Alius Atelius. Löscht du Internetverlauf bei Frauenbesuch? Ach, Quatsch. Warum sollte ich das denn tun? Ich geh mal kurz bei dir ins Internet. Sex im Keller 2? Du weißt schon, dass der erste Teil besser ist. Hä, der ist hier echt besser. Hi. Was würdest du deinem früheren Ich sagen, wenn du die Möglichkeit hättest? Tja, was würde ich wohl sagen? Fluff ist cool. Ich bin du aus der Zukunft und was ich dir jetzt sage, ist super wichtig. Du machst alles vollkommen richtig, mein Sohn. Es wird aber noch schlimmer, wenn die uns mit einer Waffe sehen. Was, Bruder, hä? Was? Alles klar. Ach, beachtet mich gar nicht. Ich bin nur ein Bein. Hey, Sensei, High Five. High Five, Sensei. Dena. Leute behaupten, ich würde einfach alles filmen und hätte gar keine Privatsphäre. Aber das stimmt gar nicht. Ich filme nicht alles. Kameras sind in diesem Bereich leider nicht erlaubt. Tut mir leid. Dena, hör auf. Was passiert, wenn du zu viel Energy trinkst? Probier wir es aus. Hier mal für dich. Wir beginnen mit dem Gesangsunterricht. Style online, denn dann wär jetzt voll geil. Mein Style geht steil, so wie mein Teil. Hä? Instagram Girls! Das war echt nicht schlecht. Okay, tschüss. Ja, ich like dein neues Bild schon, stress mal nicht. Kannst du in der Döder Ali viel Sing sein, ha? Es wird mal wieder Zeit. Für den, was laberst du, Tanz? Die ganze Welt hört jetzt zu. Was sagst du? Abonnier mich! Der Spaß! Alter, mal, du Hund, du bist scheiße! Gibt es Placements in Songs? Wenn, dann sollte man das auf jeden Fall gut verpacken. Bei mir kein Problem. Dönerbuden Anime-Megastar. Heute suche ich eine Espresso-Bar. Nur 3,99 das Angebot. Meinst du, die checken, dass es Werbung ist? Nee. Abonnentengeilheit. Ich habe ja vor kurzem meine 4000 Abonnenten erreicht, habe mich dann gegen meinen Kumpel... Ich habe ja schon vor kurzem meine 4000 Abonnenten erreicht, dazu gehöre ich ja schon zu den Größten, das weiß ich ja. Ich persönlich finde es okay, wenn man sich über Abonnenten freut, solange man das nicht übertreibt. Du freust dich über Abonnenten? Warum? Wenn man meine gute Laune in einem Song definieren würde, würde das ungefähr so klingen. Ich fühle mich von diesem Song leicht ausgelacht. Warum furzt mein Ehemann nach zu viel? Warum furzt mein Ehemann so oft? Warum fragst du ihn nicht einfach? Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen. Warum furze ich so oft? Warum furze ich ständig? Hier haben wir den Ehemann. Du bist so cool. Lass dich nicht von einer runterkriegen, egal was die sagen. Ich und runterkriegen? Als würde ich mich von irgendwas runterkriegen lassen. Du bist ein Lappen. Woher weiß er das? Ich beschloss, meine Freunde anzurufen und ihnen Bescheid. Neunjährige würden jetzt sagen, was ist das? Smartphones sehen anders aus. Was hat dich in Island bis jetzt am meisten beeindruckt? Naja, das kann man sich wohl denken, oder? Das sieht schon geil aus, oder? Hallo meine süßen Mäuschen, ich bin's wieder, eure Katja. Ab wann gehen Fans für dich zu weit? Gut, ich sage es euch. Ja? Sowas zum Beispiel geht eigentlich noch klar. Die letzten zwei Wochen sahen bei mir ungefähr so aus. Ne, warte mal kurz, das war nur heute. Oder Luna, aka Doppelmoral, Exandrius. Der ist cool. Spaß, der ist ein Opfer! Was sollte das? Okay, Blasi will, dass wir ihn Snaps schicken. Fertig. Senden. Lasst euch von belanglosen Dingen wie schlechtes Wetter, blöden Sprüchen oder Langeweile nicht komplett die Laune vermiesen. Drecksoptimist! Oh, wo kommt die Waffe her? Aber der Dude wird ja auch noch älter und in einem Jahr sieht das bestimmt schon ein bisschen sachlicher aus. Du Drecksoptimist! Aber es fragen so viele kleine YouTuber, ob ich sie pushen kann. Wenn ich wirklich auf jeden eingehen würde, wird mein Leben ungefähr so aussehen. Digga, du hast schon 3 Monate keine Videos mehr hochgeladen. Ja, warte mal kurz. Ich muss mir erst Lego Let's Play 12 reinziehen, okay? Hallo, ich bin Lego Let's Play 12. Ich darf GTA 5 eigentlich noch gar nicht spielen, aber das gehört meinem großen Bruder und er weiß nichts davon. Cool!
Wie reagierst du auf Hater? Hey, konstruktive Kritik ist immer okay. Mir gefällt deine Belichtung nicht. Hey, du hast jetzt aber nicht vor, dich selbst umzubringen. Rap in Peace. Wie cool bist du? Ich finde, so etwas wie Coolness sollte komplett irrelevant sein. Ich meine, was juckt es, ob dich andere Leute cool finden oder nicht? Wobei es bei mir schon ausreicht, wenn ich einfach nur meine Haustür verlasse. Seht einfach zu. Warum hat man im Schatten eine Sonnenbrille an? Opfer! Ich geh nie wieder raus. Und so wurde er Gamer! Und heute, meine Wertfreunde, gehen wir in den Freizeitpark. Das macht Spaß! Fakt 7. Das, was mich an YouTube wirklich am meisten nervt, ist das Raussuchen von Kommentaren für Frage-Beantwort-Videos. Da schmilzt dein Brain. Haha, du wunderst dich, warum dich jeder schwul findet? Guck lieber ApoRed. Fuck this shit, I'm out. Und das, meine andere Freundin! Halt dein Maul! Ich bekomme aber auch meine 20 Euro dafür. Halt dein scheiß Maul, wir haben 15 ausgemacht. Was geht, Leute? Andere YouTuber machen mal 24 Stunden eingesperrt. Und wir machen heute 24 Stunden ausgesperrt. Yo, hier ist absolut niemand gerade. Gar niemand. Das ist ein Mitarbeiter, schnell. Und gebt einen Daumen nach hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Hier, meine Freunde, geht's zu den letzten beiden Videos. Und ihr habt jetzt auf dem Smartphone ebenfalls die Möglichkeit draufzuklicken. Das ist neu und längst überfällig. Und hier könnt ihr abonnieren. Immer schön, alle positiv bleiben.